Im zweiten Teil meiner Lightroom 4 Vorstellung soll es um Bildeffekte, Bildretusche und um den Export von Bildern gehen. Fangen wir zunächst mit einem relativ einfachen Effekt an. In diesem Falle stören mich im Hintergrund die etwas zu unruhigen Bildbereiche, die von dem eigentlichen Motiv der Tulpe und der Kerze ablenken. Hierfür gibt es die etwas kryptische Funktion Präsenz, wobei sich hinter jedem dieser drei Reiter eine Kombination aus unterschiedlichen einzelnen Bildbearbeitungsfunktionen verbirgt. Das im Einzelnen zu erklären, würde jetzt zu weit führen. Ich demonstriere einfach mal, was beispielsweise mit dem Schieberegler Klarheit passiert. Die scharfen Bildbereiche bleiben scharf und präsent, während unscharfe Bildbereiche in den Hintergrund gerückt werden und geradezu eine mystische Weichzeichnung erfahren. In Sachen Bildretusche würde ich gerne anhand dieses Stilllebens zeigen, wie man Bildstörungen wie beispielsweise diese Flecke auf der Tapete entfernt. Hierfür gibt es das Pinselwerkzeug in Photoshop Lightroom, wo ich Pinselspitze, Größe und die Funktion, den Modus einstellen kann. Ich kann auswählen, ob ein intelligenter Reparaturalgorithmus zum Einsatz kommen soll oder ob der ausgewählte Bereich durch einen anderen schlicht ersetzt werden soll. In diesem Fall wähle ich den Reparaturpinsel aus, damit ich auch mit der Textur der Tapete keine Probleme bekomme. Im Falle eines weißen Himmels oder eines regelmäßigen Musters wäre es unter Umständen angesagt, dort den Kopierstempel als Reparaturwerkzeug auszuwählen. In diesem Falle lasse ich in mehreren Schritten die Flecken auf der Tapete einfach entfernen. Am Ende, wenn ich fertig bin, kann ich mir die reparierten Bereiche einfach ausblenden lassen und sehe nichts mehr davon. Das könnte man jetzt im Detail fortsetzen, insbesondere dann, wenn man Staub am Sensor hat, lassen sich Bilder retten, die ansonsten verloren wären. Ich möchte zum Abschluss der Bildeffekte ein weiteres Foto zeigen, wo diese Klarheit, Präsenz, Dynamik, Funktion sehr beeindruckende Effekte erzielt. In diesem Fall gelingt es mir einfach durch die Reduktion der Klarheit, die Erhöhung der Dynamik in den Vordergrund zu rücken, was ich gerne im Zentrum des Bildes hätte. Auch hier würde ich im zweiten Schritt wieder die Korrektur der Drehung vornehmen, denn ein Band, das nicht genau vertikal hängt, stört den Betrachter doch erheblich. Und so habe ich innerhalb von weniger als 30 Sekunden ein Bild nachbearbeitet. Es bleibt mir das Öffnen erspart, es bleibt mir das Speichern erspart und am Ende, wenn ich durch alle Bilder durch bin und soweit zufrieden bin mit meiner Bildersammlung, stehen mir unterschiedliche Möglichkeiten zum Export zur Verfügung. Die Bereiche Web, wo ich meine Fotos als Website ausgeben kann, als HTML oder Flash Diashow, Drucken, Diashow, und Buch sollen uns nicht weiter interessieren, denn sind wir mal ehrlich, im Normalfall stelle ich die Bilder entweder bei einem Fotoportal ein oder ich verschicke sie per E-Mail. Gehen wir davon aus, wir möchten das gerne tun. Nicht alle haben das Glück, einen VDSL-Anschluss zu haben. Insofern müssen meine Bilder etwas kleiner sein. Ich kann in dem Exportfenster direkt Einstellungen vorgeben, die auf alle
die ausgewählten Bilder. Das ist natürlich vorausgesetzt. Ich muss alle Bilder, die ich gerne exportieren möchte, markieren. Und kann hier JPEG-Einstellungen vornehmen, kann die Bildgröße reduzieren, weil ich zum Beispiel sage, ich möchte nicht, dass sie gedruckt werden können. 1000 auf 1000 Pixel ist für jedermann am Bildschirm gut anzuschauen. Klicke auf Exportieren und kann direkt weiterarbeiten, denn Lightroom verarbeitet derartige Dinge im Hintergrund und lässt mich gemütlich an meinen übrigen Bildern weiterarbeiten. Soweit Lightroom 4. Wenn euch weitere Funktionen interessieren, schreibt in die Kommentare rein. Es lohnt sich auf jeden Fall, eine zweite Serie von Adobe Photoshop Lightroom zu machen. Schreibt mir, welche Themen euch interessieren, und ich bemühe mich dann, sie für euch möglichst verständlich aufzubereiten. Vielen Dank fürs Gucken und bis zum nächsten Mal.